Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu diesem Tutorial. Ihr wisst es vielleicht, der ein oder andere, der schon mal bei mir im Stream mit dabei gewesen ist, der hat schon gesehen, dass ich gerne mal Valheim spiele. Valheim, ganz kurz erklärt, ist im Grunde genommen sowas ähnliches wie Minecraft, nur halt eben ein bisschen besser von der Grafik her, meiner Meinung nach, und halt eben im Wikinger-Stil, was ich ziemlich cool finde. Und ja, jetzt kann man natürlich hergehen und da ja entweder auf seinem eigenen Rechner irgendwie einen Server laufen lassen und dann irgendwie da mit Freunden über Steam und sonst was drüber spielen. Das funktioniert auch ganz gut. Nur problematisch daran ist halt eben, dass halt derjenige, der den Server gemacht hat, immer seinen Rechner anhaben muss, damit man da gemeinsam drauf spielen kann, und das ist ein bisschen blöd. Schöner ist es doch, wenn man quasi gemeinsam auf einem Server spielen kann, der quasi rund um die Uhr 24/7 online ist, und wenn ich mal jetzt Zeit habe, gehe ich online, farme irgendwas, baue irgendwas. Wenn mein Kumpel dann irgendwie Zeit hat, geht er online, farmt irgendwas, baut irgendwas, und wenn sich diese Zeiten überschneiden und man eben gemeinsam spielen kann, dann ist das natürlich ganz cool. Aber ja, so hat aber trotzdem jeder auch die Möglichkeit, separat und einzeln auf den Server drauf zu gehen, ohne dass der andere gerade seinen Rechner anhaben muss, dass der Server läuft. Und jetzt kann man natürlich hergehen und da sich irgendeinen Hoster suchen, wo man einen Valheim-Server hosten kann, was irgendwie um die 10 Euro im Monat kostet. Ja, kann man aber auch kostenlos machen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Schalten wir mal ganz kurz hier um. Habe ich euch nämlich hier schon mal ein kleines Tutorial vorbereitet. Eigener Valheim-Server, ne? Ihr erkennt es ja auch am Titel hier schon. Das ist quasi das Forum-Tutorial eben zu diesem Video-Tutorial. Und das brauchten wir aber eigentlich nur wegen hier unten, dass ihr das hier einfach kopieren könnt. Und zwar habe ich hier oben schon mal gezeigt, wie macht man eigentlich einen eigenen Home-Server. Das habe ich einmal mit einem Raspberry Pi gezeigt und einmal mit einem AMD-Mini-PC. Und zum Thema AMD-Mini-PC, wir hatten jetzt ja vor kurzem die Prime Days bei Amazon. Da haben wir nämlich noch einen anderen AMD-Mini-PC gefunden, weil eigentlich war das hier der AMD-Mini-PC, den habe ich jetzt hier auch neben mir stehen, mit dem wir quasi das Tutorial umgesetzt haben. Der kostet inzwischen 499,99 €. Klar, hat auch den AMD Ryzen 5 5600U drin mit 16 GB DDR4 Speicher und 512 GB NVMe SSD. Ist ganz cool, aber 499 € ist schon um einiges teurer als eben der Raspberry Pi. Und deswegen fand ich ziemlich cool, deswegen, ich werde euch das hier auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken oder beziehungsweise hier direkt diesen AMD Mini PC. Und zwar ist das hier einer für 372 €. Er hat zwar nur den AMD Ryzen 5 3550H drin, anstatt dem größeren 5600er, aber für die Zwecke, die wir so zu Hause umsetzen und für quasi so einen kleinen Home-Server, sollte das hier definitiv auch ausreichen. Und das jetzt hier wiederum verglichen mit dem, mit den aktuellen Preisen von einem Raspberry Pi, ist dann schon um einiges closer, sag ich mal, ne? Weil wenn wir bei dem Raspberry Pi eben mal schauen, ja, 319 €. So, dann bin ich halt mit 372 € nicht sonderlich weit davon entfernt und habe trotzdem etwas mehr Leistung als der Raspberry Pi und ja, etwas mehr Arbeitsspeicher und auch direkt einen schönen großen internen Speicher mit dabei, und darauf kann das Ganze natürlich dann laufen. Wie gesagt, ich verlinke euch das auch einfach nochmal unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber los mit dem Tutorial. Und zwar, genau, ihr braucht erstmal natürlich einen Home-Server. Und dann müsst ihr ein Custom-Template erstellen. Ich habe euch das jetzt hier einmal für den Raspberry Pi hier oben, ne, was quasi, wir gehen mal ganz kurz hier einfach auf meinen Server drauf. Hier habe ich das quasi schon für den AMD-Server und hier habe ich das für den Pi-Server. Ne, also quasi einfach hier, wenn ihr bei App-Templates seid, könnt ihr hier unten drunter auf Custom-Template klicken. Und ihr seht, hier habe ich schon verschiedene Custom-Templates drin. Einmal für den Valheim-Server, einmal für, also für den AMD-Server, einmal für den normalen. Und das hier ist quasi für den Raspberry Pi, ja, also normal Raspberry Pi. Und da müsst ihr quasi einfach hier alles so abtippen. Also ich habe das jetzt hier, wie gesagt, in dem Tutorial, könnt ihr einfach hier copy and pasten, ne, das hier bei Titel. Ihr seht, ich habe das so noch ein bisschen abgewandelt. Valheim Raspi und Valheim AMD. Und dann hier einfach, ja, ist eigentlich egal, was ihr bei Description und sowas hinschreibt. Wichtig wäre halt, was heißt wichtig, aber schön wäre halt einfach nur, dass ihr hier natürlich entsprechend das, die Icon-URL reinpackt, damit man ja halt auch das entsprechende Valheim-Bild hier natürlich dann am Ende drin sehen kann. Plattform Linux ist klar, Typ Standalone, und im Web-Editor, das ist halt eigentlich das eigentlich Wichtige. Das hier ist beim Raspberry Pi, könnt ihr halt ein bisschen wenigere Einstellungen machen, aber im Endeffekt, ja, ihr habt quasi hier einen Servername, den ihr selber ändern könnt. Ihr habt einen Weltnamen, den ihr selber ändern könnt. Ihr habt ein Passwort, was ihr selber ändern könnt. Public könnt ihr entweder auf 1 oder 0 stellen. 1 heißt, es ist öffentlich erreichbar dann später, wenn ihr diese Einstellung noch macht, die ich euch dann später noch zeigen werde. Updates sollen gemacht werden.
ja, Pause brauchen wir nicht. Und dann halt hier natürlich die Ports, das sind die Standard-Ports von Valheim. Und dann kann man hier quasi noch ja, einen, also die Pfade festlegen, wo das quasi rein soll. Ist vielleicht für euch dann von Interesse, falls ihr zum späteren Zeitpunkt über FTP drauf zugreifen möchtet, um quasi euch die Game-Files runterzuholen oder neue Game-Files reinzuschreiben oder so. Das ist halt hier dann der Pfad, wo ihr das tun könnt. Und genau, das sind quasi hier die Settings für den Raspberry Pi Server. Und hier bei AMD, im Grunde genommen hier oben bei Tidal und sowas, sehr ähnlich aufgebaut. Auch sogar dieselbe URL für das Icon. Und dann haben wir hier eben auch die ganzen Ports. Und hier natürlich halt, ja, könnt ihr den Namen wieder eingeben. Dann den Weltnamen, dann das Passwort. Dann hier die Timezone müsstet ihr hier auf Europe und Berlin stellen. Public auch hier wieder 1 für ist öffentlich erreichbar, 0 für nicht. Dann Auto-Updates 1 für ja, 0 für nein. Wir wollen aber Updates. Und dann hier ist der Schedule. Da könnt ihr euch im Grunde genommen diese Timecodes, die kann man halt, ja, gibt es Generatoren im Internet für, wo man quasi das sich hier so erstellen kann. Dann hier Backups sollen gemacht werden, auch hier wieder mit dem Timecode. Dann immer das alte Backup soll removed werden, nach 3 Tagen jetzt hier in dem Fall. Und ja, so soll das hier quasi alles dann so erstellt werden. Auto-Update on Startup, also wenn der Server quasi neu gestartet wird, dass dann automatisch mal ein Update gemacht wird. Und dann hier natürlich auch die ganzen Pfade, halt einmal wo das Ganze liegen soll. Und dann wo halt die Backups reinkommen. Ne? Also das ist quasi hier im Grunde genommen kein großes Hexenwerk. Das kopiert ihr euch einmal hier rein. Wir machen das jetzt hier am Beispiel vom AMD-Server, weil ich den hauptsächlich nutze. Und später braucht ihr, falls ihr das Ganze dann eben noch online machen möchtet oder online stellen möchtet, braucht ihr dann noch DuckDNS und eine kleine Einstellung im Router. Das zeige ich euch aber gleich dann gegen Ende. Also gehen wir jetzt erstmal hier in die Custom Templates rein. Ihr seht, ich habe das jetzt hier schon erstellt. Also ich kann jetzt hier nochmal auf Edit gehen, damit ihr seht, wie das hier quasi in Portainer aussieht. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr hier zu diesem Portainer und Docker-Server und sowas kommt, wie gesagt, schaut euch die Tutorials an und dann kommt ihr hier ganz normal drüber. Und wir haben jetzt hier quasi schon alles eingestellt, aber ich gehe jetzt quasi hier aus dem Edit nochmal raus und klicke jetzt quasi einfach so hier drauf. Dann kann ich nämlich hier über Custom Stack quasi jetzt hier nochmal ein paar Einstellungen vornehmen, bevor ich den Server deploye, also online stelle, sag ich mal. Und zwar create with Valheim Docker, also mit was es erstellt wurde. Wir machen jetzt hier einfach mal Shimmer Media HD Valheim. Valheim AMD schreibe ich jetzt hier einfach mal drin rein und hier den Weltname. Shimmer Media HD Valheim Server. So, Passwort, ja, da schreibe ich jetzt einfach mal irgendein Passwort rein. Das werde ich aber zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal ändern. Machen wir jetzt hier einfach mal, super 1, 2, 3, 4, 5 als Beispiel. Na, super 1, 2, 3, 4, 5. Wie gesagt, das ändere ich später nochmal. Und dann gehen wir jetzt hier auf Timezone. Europe und dann Berlin. Public lasse ich auf 1, den Rest hier unten lasse ich quasi einfach alles so, wie es ist. Und dann klicken wir hier auf Deploy the Stack. Ja, das dauert jetzt hier natürlich ein bisschen. Da können wir einfach mal im Hintergrund schon mal schauen, ob wir jetzt hier schon mal was haben. Gehen wir mal auf Container bzw. auf Stacks. Hier bei Stacks können wir es jetzt schon hier drin sehen. Und bei Container ist es jetzt hier auch schon drin. Starting, gehen wir mal in die Logs rein. Genau, Cleaning Up. Und jetzt sehen wir hier noch die Version, die aktuell hier reingeladen wird. Ja, ich habe jetzt hier quasi, ich bin jetzt hier nochmal auf Container draufgegangen, habe jetzt hier nochmal auf den Valheim-Server draufgeklickt, also vorne das Häkchen reingesetzt und habe hier nochmal auf Start geklickt. Das kann sein, dass der manchmal ja, sich sozusagen rausschmeißt. Aber das ist eigentlich ja, nicht so ein großes Problem. Einfach dann hier nochmal, wie gesagt, Häkchen reinmachen, auf Start klicken. Ne, hier oben könntet ihr auf Restart klicken. Jetzt könnte ich zum Beispiel jetzt hier den Chasm Manager, der ist aktuell unhealthy, könnte ich hier einfach mal restarten zum Beispiel.
Und wird ja einfach mal neu gestartet. Kann man dann hier über die Logs auch zugucken, was da genau passiert. Die Logs haben wir ja hier jetzt schon mal offen. Und genau, ja, jetzt genau, downloadet der hier noch so ein paar Sachen und ja, setzt uns dann quasi den Valheim-Server so auf, dass wir drauf connecten können. Können ja einfach schon mal probieren. Wir gehen jetzt mal aufs Spiel starten. Ja, nehme ich jetzt einfach mal hier mein Übbe. Und dann können wir hier auf Spiel beitreten. Und ich habe das jetzt hier schon mal erstellt. Ich lösche es aber gern auch nochmal raus. So. Server entfernen, ja. Ich mache es jetzt einfach quasi nochmal neu rein, indem ich jetzt quasi hier Server hinzufügen klicke. Und dann, dadurch, dass es intern ist, können wir einfach den Hostnamen von dem AMD-Server nehmen. AMD-Server. Mehr brauche ich jetzt im Grunde genommen auch nicht machen, denn der Port von Valheim wird hier automatisch hinzugefügt. Server hinzufügen. Ihr seht jetzt hier, Port 2456 ist hier automatisch hinzugefügt worden. Und jetzt könnten wir hier auf Verbinden klicken. Und jetzt müssen wir das Passwort eingeben. Das haben wir eben gesagt, ne? Super, sowieso. So, und dann Enter. Nachdem das Passwort eingegeben wurde von dem Server. Dauert jetzt natürlich ein bisschen. Aber alleine, dass wir jetzt eben schon nach dem Passwort gefragt wurden, ist schon mal ein gutes Zeichen, dass das jetzt funktionieren sollte. Dass der Server jetzt quasi, ja, online ist. Und dadurch, dass wir keinen neuen Charakter gemacht haben, werden wir jetzt hier halt eben nicht mit dem Raben reingeflogen, sondern ne, halt hier so. Aber jetzt sind wir hier quasi auf dem Valheim-Server drauf. Easy as that. Einfacher könnte es im Grunde genommen gar nicht sein. Ich werde mir aber später wahrscheinlich dann hier nochmal einen separaten Charakter natürlich erstellen und mit dem dann ja, hier drauf spielen. Aber jetzt könnte ich quasi jetzt hier rumlaufen. Ah, guck mal, hier haben wir sogar schon irgendwie relativ nah ein Gebäude stehen. Da hinten sind auch schon irgendwelche Schweine. Genau. Also, ja, ist auf jeden Fall ein cooler Startseed, so wie ich das bis jetzt sehen kann. Ich möchte noch gar nicht weiter gucken, denn weiter werden wir das Ganze im Stream uns anschauen. Also, wenn ihr das Gameplay hiervon sehen möchtet, dann schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung. Ist mein Twitch-Kanal verlinkt. Dort werde ich dann ja, gemeinsam mit noch anderen hier das Ganze mal live streamen und dann könnt ihr mal sehen, ja, wie das so ist, Valheim zu spielen. Aber da werden wir hier quasi komplett frisch mit einem neuen Charakter starten. Und ja, genau. Dann haben wir soweit das jetzt erstmal gezeigt. Ich logge mich jetzt hier nochmal aus und lasse Valheim im Hintergrund nämlich offen. Denn das Ganze ist jetzt hier fürs interne Netzwerk. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi so, ja, LAN-Party-mäßig zusammenspielen wollen würdet, dann könntet ihr allerdings, ne, auch einfach auf einem Rechner das laufen lassen und dann euch gemeinsam drauf connecten, würde auch funktionieren. Aber ja, das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen das Ganze ja auch über das Internet erreichbar machen. Wichtig ist aber, damit wir das Ganze jetzt eben ja, über das Internet erreichbar machen können. Ja, ihr seht es hier schon, also ne, hier sind wir quasi bei den App-Templates und ihr gebt jetzt hier oben Duck ein und dann hier DuckDNS. Und da könnt ihr euch jetzt im Grunde genommen hier oben auf, geht ihr hier auf DuckDNS Official Webpage. Ich habe mich jetzt hier quasi mit Twitter eingeloggt, aber ihr könnt euch hier einloggen mit was ihr wollt. Ich logge mich kurz ein. Und dann seht ihr, habe ich jetzt hier auch schon verschiedene Sachen erstellt. Ihr seht hier auch meine aktuelle IP-Adresse. Die ist, ja, die updatet sich natürlich ständig. Und dann habe ich hier einmal Shimmerguard. Das kann ich eigentlich auch schon mal entfernen, weil das brauche ich gar nicht mehr. Shimmerpy, ja, lasse ich gerade nochmal da. Shimmermedia lasse ich auch nochmal da. Ich erstelle mir einfach einen neuen, weil bis zu 5, glaube ich, war das. Kann man nämlich hier kostenlos erstellen. Mehr brauchen wir eigentlich im Grunde genommen auch nicht. Machen wir Shimmer. Shimmer Valheim. So, jetzt haben wir hier Shimmer Valheim erstellt. Und ihr seht halt hier, die IP-Adresse wird halt immer aktualisiert mit meinem Server. Aber damit das halt eben funktioniert, haben wir hier oben eben die entsprechenden, das entsprechende Token und so weiter und so fort. Ja, das ja, ist natürlich jetzt hier bei mir zensiert, aber ihr könnt jetzt quasi einmal, das Token können wir jetzt hier schon mal kopieren.
weil ihr müsst jetzt hier einmal bei Token hier das Token schon mal reinkopieren, habe ich jetzt schon gemacht. Und bei Subdomain tragt ihr jetzt einfach eure Subdomain ein. In meinem Fall Schimmer Walheim.duckdns.org. Genau, der Rest kann hier gleich bleiben, beziehungsweise hier unten bei Timezone machen wir noch Europe und Berlin. Und dann, können wir hier im Grunde genommen auch schon auf Deploy the Container klicken. Genau, das öffnet sich jetzt quasi hier im Hintergrund. Hier oben haben wir jetzt DuckDNS am Laufen. Ihr seht, wird jetzt hier quasi runtergeladen. Also, ne, das ist quasi jetzt hier wieder in den Logs, was jetzt hier passiert. Also die IP-Adresse wurde jetzt gerade geupdatet. Okay, dann. Und jetzt müssen wir im Grunde genommen das Ganze nur noch freischalten, weil jetzt haben wir quasi, also unser Server meldet jetzt quasi DuckDNS zwar immer unsere neueste IP-Adresse, jetzt müssen wir aber noch in unserem Router das natürlich auch freischalten, dass wenn von außen über diesen Port von Walheim eben jemand auf unsere IP-Adresse zugreift, dass die eben entsprechend auf unseren Server in diesen Container von Walheim reingeleitet wird. Ja? Wenn man da übrigens noch ein bisschen mehr Sicherheit haben möchte, kann man hier noch ein separates VLAN erstellen. Also wenn wir hier bei Networks zum Beispiel reingucken, können wir ja hier verschiedene Netzwerke anlegen. Ihr seht, für Walheim ist jetzt hier sogar auch quasi ein neuer Default-Network sozusagen erstellt worden. Und hier kann man dann zum Beispiel hergehen und könnte hier ein sichereres Netzwerk, ein separates Netzwerk anlegen, wo quasi dann eine separate IP-Adresse oder ein separates Subnetz oder sowas erstellt wird, die dann quasi isoliert von den anderen ist. Ne? Da könnt ihr euch, was Thema Sicherheit betrifft, auf jeden Fall noch viel, viel, viel schlauer machen. Aber mir geht es jetzt hier erstmal nur darum, dass das easy peasy funktioniert. Fritzbox. Und log mich hier kurz ein. Und dann gehe ich hier auf Internet und dann auf Freigaben. Und ihr seht, hier habe ich auch schon quasi eine Freigabe für meinen Pi-Server gemacht. Für den Minecraft-Port sozusagen. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz gucken, was war der Walheim-Server-Port nochmal? Den kann ich ja hier ganz kurz einfach nachschauen. Ich glaube, es war irgendwie 24... Ah, hier steht es doch. 2456, genau. 2456. Die anderen Ports brauchen wir nicht separat aufmachen. Wir brauchen einfach nur 2456 aufzumachen. Und das natürlich auf unseren AMD-Server zu schicken. Also, Gerät für Freigabe hinzufügen. Dann wählt ihr hier das Gerät aus. In meinem Fall, wie gesagt, AMD-Server. Suche ich mir hier ganz kurz raus. AMD-Server, AMD-Server, AMD-Server. Da ist er. AMD-Server. Genau, und dann kann ich jetzt hier quasi einen Port freigeben. Neue Freigabe. Dann könnt ihr hier nicht anstatt MyFritz, geht ihr hier unten auf Portfreigabe. Anwendung, andere Anwendung, Bezeichnung, Walheim, Protokoll UDP, Port an Gerät, 2456 war es, glaube ich. Ich gucke nochmal nach, 2456, genau. Und bis 2458, 2458. Und soll an 2456 intern weitergegeben werden. Quasi Port am Gerät 2456 bis 2458. Und von extern kommt das über 2456 und soll aber dann an die weitergegeben werden. Internetzugriff über IPv4 und IPv6. Freigabe aktivieren. Okay. Und dann haben wir jetzt quasi wirklich nur diese Ports geöffnet, die für Walheim notwendig sind und die dann quasi an unseren AMD-Server weitergegeben werden und dort werden die quasi an den Docker weitergegeben. Der Docker sagt dann, okay, dieser Container intern mit der IP-Adresse so und so viel ist dafür zuständig und dann wird das quasi intern dann daran weitergegeben. Ne? Das heißt, wir können jetzt hier einfach auf OK klicken. Dadurch wird jetzt diese Freigabe erstellt. Ihr seht, aktuell ist diese noch nicht aktiv, weil die noch nicht grün ist. Können aber hier mal aktualisieren. Das sollte jetzt eigentlich grün werden. Genau, jetzt ist es grün. Und jetzt sehen wir halt hier, ne, Walheim 2456 bis 2458 wird auf 2456
2, 4, 5, 8. Ne? Genau, das sollte jetzt schon funktionieren. Und jetzt können wir nochmal Valheim öffnen. Spiel starten. Nehmen wir wieder unseren Übbe. Und dann Spiel beitreten. Und jetzt können wir hier einen neuen Server. Hier den kann ich eigentlich auch mal, Schimmerpei kann ich jetzt eigentlich hier auch mal rauslöschen. Den brauchen wir nicht mehr, weil den habe ich jetzt eh nicht mehr erstellt. Aber das wäre quasi auf dem Raspberry Pi Server. Und jetzt könnte ich jetzt hier Server hinzufügen. Und jetzt machen einfach schimmer.valheim.duckdns.org, weil das ist ja das, was wir eben eingestellt haben. Server hinzufügen. Port wird hier, ne, 2456 wieder automatisch hergestellt. Und jetzt klicken wir hier wieder auf Verbinden. Und jetzt läuft ja quasi von unserem Spiel, geht ja quasi jetzt an DuckDNS. DuckDNS gibt dem jetzt quasi dann die IP-Adresse, die wir aktuell hier bei uns zu Hause haben. Darüber wird dann quasi die Verbindung von eurem Rechner über DuckDNS zu unserem Netzwerk hergestellt und dort werdet ihr dann auf diesen Home-Server weitergeleitet, in dem Home-Server mit dem entsprechenden Port eben zu Valheim und dann ne, kriegt ihr die Passwortabfrage ganz normal und das funktioniert jetzt auch über das Internet, da könnt ihr mit euren Freunden dann auch drüber spielen. Gebe ich das Passwort mal ganz kurz ein. So, Enter. Und jetzt sind wir quasi nicht mehr offline auf dem Server, also im internen Netzwerk auf dem Server, sondern online auf dem Server. Und der sollte jetzt meines Wissens nach, glaube ich, sogar in der Liste angezeigt werden, weil wir bei Public ja quasi eine 1 reingeschrieben haben. Könnte sogar sein, dass der jetzt in der Liste gleich angezeigt wird. Schauen wir gleich aber auch nochmal nach, weil jetzt connecten wir erstmal so drauf. Ihr seht, wir sind jetzt hier ganz normal wieder drin. Ist auch derselbe Seed hier, weil da hinten ne, steht das da und so weiter. Nur ist jetzt halt Tag. Genau, jetzt loggen wir uns aber hier nochmal aus. Weil ich selber, das habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Also, ne, so könnt ihr euren Freunden das halt so sagen. Aber theoretisch müsste das jetzt hier auch in der Serverliste auftauchen. Spiel beitreten. Und dann könnten wir hier auf Community sozusagen gehen. Jetzt suchen wir mal hier nach... Ach, guck mal, hier haben wir sogar einen Nova-Server. Ist das vielleicht von unserem Kumpel Nova Spirit Tech? Aber suchen wir mal hier nach Schimmer jetzt einfach. Ah, und ihr habt es gesehen hier. Schimmer Media HD, Valheim AMD. Wenn man jetzt hier drüber hovert, sieht man hier quasi auch dann quasi meine aktuelle IP-Adresse. Und dann hier mit Dedicated ist das Ganze angegeben. Ja. Das ist natürlich mega cool, funktioniert einwandfrei. Und hier aktuell die aktuelle Version und dass man hier mit 10 Spielern aktuell drauf spielen kann, ist eine Limitierung von Valheim selbst. Aber funktioniert auf jeden Fall. Und hier mit einem entsprechenden Passwort kommt man natürlich jetzt hier auf den Server drauf. Funktioniert einwandfrei. Und ja, damit soll es das auch gewesen sein. Ich hoffe, das Tutorial hat euch an dieser Stelle gefallen, wie ihr euren eigenen Valheim-Server auf eurem eigenen Home-Server erstellen könnt und das vollkommen kostenlos. Ihr müsst keinen Hoster irgendwie bezahlen, auch für den DuckDNS-Dienst, also für den DNS-Dienst zahlt ihr auch kein Geld, müsst euch ja nur halt eben einen Account machen. Wie gesagt, das kann man über Twitter oder sonst irgendwas auch machen. Funktioniert alles relativ simpel. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir ein bisschen was Nettes unten in die Kommentare und ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit eurem Valheim-Server. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht mir weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal.